gut zusammen. Vielen Dank, dass ihr wieder hier bei mir geklickt habt, um euch eventuell zu informieren, was ich denn Neues gefunden habe. Und vielleicht nerve ich den einen oder anderen, aber es geht hier rum. Also nicht direkt um diese schicke Blume, sondern, da ist noch das Tape dran, um das schwarze Kissen, beziehungsweise die Marke, die ich dafür benutzt habe. Wir haben heute Nikolaus. Ich habe doch da was vorbereitet. So. von Nikolaus an alle. Genau, und ich hoffe, ihr könnt mich so noch ernst nehmen. Ja, die Farbe, die ich gefunden habe, ist von dieser Marke Absolutely Fabulous. In der Farbe New York Night. Und ich bin da bei Poco natürlich mal wieder drauf gestoßen. Ich habe da mittlerweile so die Macke. Also ich habe mehrere Macken beim Einkaufen gehen. Beispielsweise, wenn ich neuen Weichspüler entdecke, dass ich den dann riechen muss. Und jetzt ist mittlerweile durch mein Malen bedingt, wenn ich neue Farbe finde, dass ich da dann die Anwendungsbereiche und Inhaltsstoffe durchlese. Und bei dem steht jetzt beispielsweise gleich als erstes Anwendungsbereich gut deckende Innendispersionsfarbe. Da habe ich schon gedacht, Dispersionsfarbe hört sich ja schon wieder kacke an. Ah, oh, darf man das sagen? Hört sich nicht so schön an. Für waschbeständige Wohnräume. Und da habe ich gedacht, waschbeständig, das hört sich ja schon mal gut an. Und ja, wenn man die aufmacht, ich öffne die mal eben und zeige euch das gleich mal. Nein, jetzt kriege ich die Dose nicht auf. Herrje, muss ich vielleicht gleich mal mit meinem Geweih da drunter. Oh, das hört sich gut an. So. Ich zeige mal kurz die Kamera, aber nicht auf meinen dicken Bauch gucken. Ich habe Corona-bedingt ein bisschen zugenommen und trage heute auch noch weiß wie dumm, oder? Aber meine Bauchwegstrumpfhose ist in der Wäsche und dementsprechend müsst ihr da jetzt durch, wenn ihr meine Farbe sehen wollt. Also das ist die Farbe. Und guck mal, wie toll die ist. Die hat kein Bläschen. Okay, die ist jetzt ein bisschen dick, aber das kriegen wir gleich noch hin. Und dick bedeutet ja nicht immer schlimm. Ich habe ja auch zugenommen. Diese Farbe muss gemischt werden. Wo habe ich denn jetzt mein Zeug schon wieder? Nicht weglaufen. Total unvorbereitet. Ich hatte das doch in der Hand gehabt. Ich habe es nicht in der Hand gehabt. Ich habe gedacht, ich hätte es in der Hand. Dummschwein. Das sind jetzt Sachen, die würden vielleicht andere Leute aus dem Video schneiden, aber ich habe gedacht, pff, ist jetzt halt. okay, also wie ich mein Kissen gemischt habe, und das hat wirklich super gut funktioniert, es ist nichts gebrochen, es war richtig toll fließfähig und ich muss mal gucken, ich habe, weil ich es nicht glauben konnte und so in Rausch geraten bin, ich habe da gleich 1, 2, 3, 4, 5 so kleine Dinger gemacht. Es tut mir so leid, ich muss hier echt mal aufräumen, hier liegt alles rum. Also ich habe hier zum Testen von neuen Farben oder Pigmenten hier so kleine Dinger, die kosten nicht wirklich viel, diese MDF-Teile. Und die kann man besser abkratzen, als wenn man jetzt hier diese
diese Dinger hier hat, finde ich. Na, also die sind richtig schön, aber teurer als diese Dinger jetzt hier, um irgendwelche Sachen zu testen. Genau, und das habe ich halt auch gemacht, weil ich echt so in Rausch geraten bin und das gar nicht fassen konnte, wie gut das funktioniert. So, aber jetzt kommen wir dazu, wie ich das gemischt habe. Und zwar, einige wissen ja vielleicht, ich habe eigentlich für meine Farben zum Anmischen diese fetten Dinger. Aber dadurch, dass ich überwiegend mit weißer Farbe male, wollte ich jetzt nicht die schwarze Farbe in diesem Behälter für meine weiße Farbe packen. Ich habe deswegen hier so einen kleinen Cup erstmal, um überhaupt zu testen. Aber wer da jetzt mehr Farbe anrühren möchte, kann ja dann einfach das Doppelte an Menge nehmen. Auf jeden Fall habe ich hier einmal 20 Milliliter Wasser reichen da tatsächlich aus. 20 Milliliter Wasser. Und hiervon, das sind 60 Milliliter. Davon kommen 3 Löffel rein, also so, dass man dann auf 180 kommt. Ist wie als wenn man sich aufregt und auf 180 ist. So als Eselsbrücke. Ich mixe das da mal kurz rein. Nachdem die Farbe drin ist, mache ich auch gleich die Kamera runter, damit ihr mir wieder auf den Bauch gucken könnt. Und wer errät, ob ich ein Bauchnabelpiercing trage oder nicht, gewinnt vielleicht was. So. 180. Ich packe das mal beiseite hier, aber bei meinem Talent, hier nochmal die Farbe, wer es sich notieren möchte. Im Übrigen gibt es die Farbe auch noch in ganz vielen anderen Farbtönen. Wer da irgendwie Bock hat, sich da auszutesten, kann ja mal gucken gehen bei Poco. Ich hatte jetzt einfach nur Interesse gehabt, hier schwarze Farbe zu nehmen und habe jetzt halt erstmal die genommen. Es kann natürlich sein, dass bei anderen Farbtönen das Mischverhältnis anders ist. Aber das ist jetzt auf jeden Fall schon mal so ein Richtwert, den ich euch da vorgeben kann, um dann vielleicht selbst so ein bisschen zu experimentieren. Ich mache mal die Kamera ein bisschen runter. So. Also hier ist jetzt einfach nur das Wasser und die Farbe. Also es ist jetzt wirklich sehr, sehr dick noch. Es muss langsam gerührt werden. Vielleicht wissen das einige von euch, vielleicht auch nicht. Gerade wenn man immer so ein bisschen experimentiert wegen Wandfarbe und so weiter, dann kann es sein, wenn man da irgendwie was findet, was vielleicht ganz toll ist und sich aber nicht sicher ist, bricht sie oder bricht sie nicht, kann man hiervon ein bisschen Glycerin in die Mischung reinmachen. Ich drücke jetzt einfach mal so drauf, so flupp, flupp. Und das damit reinrühren, das trägt dazu bei, erstmal löst sich das Glycerin mit dem Wasser dann und bindet sich mit der Farbe. Und Glycerin ist halt auch so ein Trocknungsverzögerer. Also es ist halt, es hält das länger feucht, die Farbe, und sorgt dafür, dass die nicht so schnell trocknet, was dann wiederum gut ist, weil die Sachen dann nicht brechen. Ja, und deswegen das Glycerin damit drin. Also ich mische jetzt hier gerade wirklich ein bisschen langsam, weil ich eigentlich gleich noch was anderes vorhabe mit der Farbe. Deswegen, ich möchte da so wenig Bläschen wie möglich jetzt reinrühren, weil die Farbe hat ja gar keine. Deswegen wäre es jetzt schade, wenn ich da jetzt rumrühre wie so ein Geisteskranker. Und als wenn ich hier Sahne aufschlagen würde. Mm.
Im Übrigen habe ich mal, also nicht mal, habe ich meine allererste Ausbildung damals, 2000, habe ich als Bäcker und Konditor gemacht. Für die Leute, die es noch nicht wissen, deswegen weiß ich tatsächlich, wie man Sahne aufschlägt. Mit der Hand, das war damals noch in meiner Prüfung Pflicht gewesen. Nichts anderes nutzen. Danach hatte man Arme gehabt wie King Kong. So, jetzt hat man hier eigentlich schon eine hübsche Konsistenz. Aber damit man auf Nummer sicher gehen kann, habe ich hier noch Acrylbinder gehabt und ich schau mal eben. Ich glaube, ich hatte letztes Mal Acrylbinder ist halt auch dafür da und sorgt dafür, dass die Farbpigmente aus dieser Farbe, weil man sieht das hier am Rand so ein bisschen, so diese kleinen schwarzen Pünktchen, seht ihr die? Das sind halt diese Farbpigmente, die sich jetzt schon von der Farbe gelöst haben durch das Glycerin und Wasser, was aber nicht schlimm ist, bedeutet jetzt nicht, dass die Farbe gleich weiß ist. Also wenn ich das hinkriegen würde, dass ich aus einer schwarzen Farbe plötzlich eine weiße mache, ich glaube, dann wäre das hier schon magisch. Nee, das ist einfach, ich habe jetzt das Verhältnis von diesem, von der Farbe, von der, also das Mischverhältnis zwischen Farbpartikel und Wasser erhöht, um die Farbe fließfähiger zu machen, und das löst jetzt halt die Partikel aus dem Binder und Füller der eigentlichen Farbe raus. Und um das jetzt wieder auszugleichen, kommt da jetzt ein Schluck von den Acrylbinder. Ich würde sagen, das waren jetzt 10, 15 Milliliter. Also ist nicht viel. Und da habe ich auch den Acrylbinder von Gerstacker genommen, weil ich weiß, dass der halt wirklich sehr flüssig ist. Und sich gut jetzt mit dieser Mischbasis hier verbindet. Es gibt halt auch noch Acrylbinder, die sind dickflüssiger, aber ich habe jetzt gezielt hier so einen flüssigen genommen, weil wir wollen ja ein schönes, fließfähiges Kissen haben und nichts, was dick ist und dann wieder angepasst werden muss. Man will das ja, also ich möchte das halt immer beim Malen so einfach wie möglich haben. Und jetzt denkt ihr, oh, jetzt malt ihr, jetzt rührt der hier so langsam und schlaf hier gleich ein. Ja, so geht es mir tatsächlich gerade auch. Aber wenn man beim Anmixen der Farben ein bisschen mehr Geduld hat, sind die Ergebnisse später umso besser und man ärgert sich weniger. Also ich habe das auch schon gehabt. Ich mache mal die Kamera wieder hoch, damit ihr mal ein schönes Geweih sehen könnt. Das auch schon gehabt, wo ich gedacht habe, ja, jetzt mischte ganz schnell Farbe an und willst mal was testen und so weiter. Und dann ist dieser Test natürlich erfolgreich gewesen. Was nicht erfolgreich gewesen war, dadurch, dass ich schnell, schnell, schnell gemacht habe, waren dann da Bläschen drin, ohne Ende. Und habe dann gedacht, ach, naja, vielleicht geht das noch weg und ist nicht so schlimm. Dann habe ich Resin drüber gekippt, weil Resin macht ja eigentlich alles schön. Resin ist sozusagen wie Maggi. Ja, also man kann kochen, was man will. Wenn es eklig schmeckt, macht man Maggi drauf und es ist lecker. Na, und ähnlich ist es bei Resin. Wenn du ein Bild gemacht hast, was nicht so super schön aussieht, dann kippst du Resin drauf und alles glänzt und du findest dann ein Glitzerpartikel und denkst, huhuhu, wie schön. Ja, also das habe ich dann auch gedacht. Es war ein Glitzerpartikel dazwischen und es hat geschimmert, aber es waren halt überall Bläschen und das war dann doof gewesen. Deswegen, also wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, hat man im Anschluss mehr Freude mit den Ergebnissen, als dass man sich dann irgendwie ärgern muss. So. Ich glaube, ich habe jetzt hier alles erwischt und richtig schön reingerührt. Ja. Es sieht gut aus, also wir müssen ja hier leider in Deutschland alle unsere Kissen immer irgendwie zusammenmixen. Und das ist ja so, man sagt ja immer, Kissen muss das Festeste sein von diesen dreien. Also man hat ja das Kissen, dann die Farbe oder das Pigment, also das pure Medium und dann der Zeraktivator. Und man sagt ja immer, man geht von fest zu flüssig hoch oder von... Also von Kissen, was ein bisschen fester ist, dann das pure Medium und zum Schluss der CA obendrauf.
Bei mir ist es eigentlich so, dass mein Kissen fast von der Konsistenz her immer identisch ist mit meinen Farben. Was halt auch dazu beiträgt, dass ich besser pusten kann, ne? Also man hat dann vielleicht die Sache, dass die Zellen dann wackelig sind. Das kann man dann aber wiederum beheben, wenn man den Zellaktivator ein bisschen fester macht. Und ja, also das Kissen ist fertig. Also Zellaktivator, ich bin schon wieder hier Schritt weiter, Entschuldigung. Also Zellaktivator ein bisschen fester machen, das dann halt verhindert, dass die Farben auseinanderlaufen, wenn vielleicht irgendetwas zu flüssig ist. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken muss. Hier ist ein Punkt, da ist ein Punkt. Nicht, dass hier irgendwie die ganze Zeit immer falsch gucke. Ist das der richtige Punkt? Genau, und da kann man das dann halt so machen, wenn die Farben auseinanderlaufen, dass man den Zellaktivator etwas fester macht und der umschließt dann halt sozusagen die Farbe, weil der Zellaktivator sinkt ja und sperrt dann die Farbe ein. Wie kann ich das erklären? Das ist die Farbe und das ist der Zellaktivator, der umschließt dann die Farbe und die kann sich dann nicht mehr bewegen, wenn der Zellaktivator fester ist. Wenn der Zellaktivator jetzt aber, jetzt habe ich das ganze Glycerin am Finger. Wenn der Zellaktivator dann aber flüssiger ist und dann auseinanderläuft, ne, also Farbe, Zellaktivator, dann schwappt die Farbe da raus und dann hast du verlaufene Zellen, Farbe ist weg. Und das kann man halt alles umgehen, wenn man so ein bisschen mit den Konsistenzen spielt. Also es ist halt nicht schlimm, wenn Kissen und Farbe die gleiche Konsistenz haben, wenn man sich denn zu helfen weiß. Ja, wo wir gerade von Zellaktivator sprechen, können wir ja mal ganz kurz einen anmixen, damit ich euch zeigen kann, was ich meine. Das ist jetzt gerade spontan eine Idee von mir und natürlich bin ich darauf nicht vorbereitet und habe hier keinen Mixingbecher und mein Farbeimer ist noch offen, hätte ich jetzt gerade fast den Fuß reingehalten. Ich muss den mal eben kurz zumachen. Ich bin gleich wieder da. Ach so, ich habe euch noch gar nicht die Farbe gezeigt. Hier ist jetzt die Farbe. Könnt ihr so ein bisschen sehen, wie da die Konsistenz ist. Also ich würde sagen, das sinkt so, wenn ich jetzt hier so diesen Streifen fließen lasse, sinkt das nach 4 Sekunden, 5 Sekunden komplett runter. Ne, und das war jetzt halt auch das, womit ich meine Sachen jetzt letztens gemacht habe. Das ist meine weiße Farbe. Jetzt werden bestimmt gleich einige schreien, der misst ja gar nichts ab. Nein, ich messe grundsätzlich eigentlich fast gar nichts ab. Weil es gibt so viele äußere Einflüsse, die irgendwie diese Produkte hier, also ob das jetzt nun die Farbe ist oder das Puring-Medium oder das Eusonia oder das Flutrol, es gibt so viele äußerliche Faktoren, die das beeinflussen können. Und dann ist da einmal die Temperatur oder man hat das Flutrol nicht richtig geschüttelt oder bei mir jetzt hier in meinem Atelier ist das jetzt halt, ich wohne ja hier nicht. Ich bin hier halt nur immer so, ich glaube, 6 Stunden ungefähr am Tag und gehe dann wieder nach Hause und dementsprechend ist es dann, morgens, wenn ich hierher komme, kühler. Also hat man dann schon mal diesen Faktor Temperatur. Dann
beim puren Medium beispielsweise, wenn man da Farben reinmischt, jede Farbe hat eine andere Opazität oder Zusammensetzung der Farbpigmente und führt dann somit auch zu anderen Konsistenzen. Von daher kann man jetzt nicht sagen, ich mische jetzt meine Farben und nehme 20 Gramm Gelb, um dann dieselbe Konsistenz zu haben, als würde ich 20 Gramm Blau da oder Braun mit reinmischen. Deswegen, bei mir ist halt immer ganz viel spielt da, wie heißt das? Wie heißt das denn, wenn man das hier so nach Gefühl macht, sage ich mal. Ich habe jetzt hier meinen Cup und da mache ich ein bisschen. So. Ich muss gleich mal gucken, wie ich im laufenden Video die Kamera hier weiter ranzoomen kann. So, ich mische das jetzt hier erstmal auf. Rühre das. Ziel ist später, das ist ja jetzt noch relativ, okay, da ist die Farbe zwischen, aber so das Flutrol, das ist ja Tropf, Tropf. Das wollen wir nicht, weil wenn das Flutrol tropft, hat es keinen Stand und dann haben wir wieder dieses Problem, was ich euch eben erklärt habe mit dem Zellaktivator und der Farbe, die dann auseinanderlaufen. Da ist es halt so, ich gucke immer, also passt auch nicht immer bei mir. Manchmal denke ich dann, oh, jetzt ist es perfekt, sieht auch alles gut aus und dann wird es dann letzten Endes doch irgendwie ein bisschen wackelig. Aber ich gucke immer, dass wenn ich dieses Stäbchen hochziehe und der Zellaktivator darunter tropft, dass das so ist wie bei so einem Bungee-Springer. Das läuft alles in einem geraden Strang runter und fängt gar nicht an zu tropfen. Der letzte Tropfen, der geht runter und ploppt wieder hoch an dem Stiel. Wenn das der Fall ist, ist der Zellaktivator eigentlich perfekt. So. Das habe ich jetzt hingekriegt, ohne abzumessen. Und flupp. So, da war der Bungee-Sprung. Also da weiß man dann, dass es eigentlich gut ist. Ich muss noch ein bisschen rühren. Das ist so ein Ergebnis, was man haben will. Plupp. Wobei ich schon beinahe sagen würde, es ist zu dick. Nee, sieht nur so aus, ich muss meine Brille aufsetzen. Das habe ich hier tatsächlich vorhin die schwarze Farbe gefasst. Ich gehe mir mal kurz die Hände waschen und Handschuhe anziehen. Weil ich habe ja gesagt, dass ich eigentlich noch was vorhabe. Die Kamera wieder hoch. Ich habe ein weißes T-Shirt an und ich brauche Nippelpads, sehe ich gerade. Und zwar habe ich hier noch von meinem kleinen Testobjekten, von denen hier
Restfarbe und Restpilis über. Und jetzt haben wir ja gerade zusammen die schwarze Farbe hier angemischt. Und was könnte man denn da jetzt am besten mitmachen? Ganz rein zufällig habe ich hier ein unbemaltes Board. Welch Schande. Ich mache mir hier mein Elchdings ab. Ich habe die Befürchtung, wenn ich da gleich puste, dass das dann vielleicht da reinhuscht. Und jetzt muss ich tatsächlich mal gucken, wie man das mit der Kamera hier am besten macht. Ich hoffe, ihr kriegt jetzt keinen Drehschwindel. Ich stelle die mal hier hin und schwupp. Es hat doch fast perfekt geklappt, würde ich meinen. Ja, das sieht ganz gut aus, glaube ich. Mal gucken, nicht, dass die Kamera hier irgendwie... Seht ihr alles? Mein Bauchnabelpiercing und so? Ich muss mal ein Stück trinken. Wie gesagt, die Farben, die ich hier habe, die habe ich... Ich glaube, Freitag habe ich die angemixt und dementsprechend stehen die jetzt halt hier. Heute ist ja Montag, der 6. Dezember, Nikolaus. Jetzt kann es halt sein, dass die Konsistenzen sich verfälscht haben und das überprüfe ich jetzt erstmal. Das hier ist vom Little Piggy Marker. Das ist ein bisschen zu dick, glaube ich. Ja. Ich habe einmal hier meine große Josonia-Flasche, meine Literflaschen sozusagen. Da habe ich hier einen ganzen Vorrat von. Und dann habe ich hier so eine kleine. Aber in der kleinen ist halt Josonia und Wasser drin gemischt. Davon braucht man es, wenn man das ausdünnen will. Ihr habt ja gesehen, das ist halt dicker. Ein paar Tropfen reichen da schon. Um das dann wieder auf Konsistenz zu bringen. Der Hintergrund ist der, wenn man zu viel Gloss-Varnish zum Verdünnen in seine Farben reinmacht, läuft alles weg, das schmilzt. Das ist halt nicht schön. So, jetzt ist wieder alles perfekt. Wenn man da jetzt aber Josonia mit Wasser mischt, drei Teile Josonia, ein Teil Wasser, dieses Wasser, das macht halt extrem viel aus. Nur ist es halt so, wenn du jetzt beispielsweise versuchst, die Farben nur mit Wasser zu verdünnen, kann es passieren, dass es die Pigmente auseinanderreißt. Also ob jetzt nun Farbe, also Tubenfarbe oder Pigmente, es wird halt auseinandergerissen. Wenn man das Mischverhältnis derartig stört, dass Binder und Füller aus den Farben nicht mehr richtig funktionieren und in den Pigmenten hat man ja sowieso keinen Binder oder Füller drin. Da würde das dann erst recht auseinanderreißen. Deswegen ist das eigentlich eine ganz gute Alternative. Das ist Sea Glass
Seal mir mal. Ne, das sieht ganz gut aus. Seaglass auch von This Little Piggy. So, hier. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Farbe. Das ist von Liquitex Aqua Green. Aber keine Acrylfarbe, sondern Gouache. Gouache heißt das so? Ich glaube ja. Auch ein kleines Plösch rein. Also ihr seht, ich mache da wirklich nicht viel rein, aber es frischt meine Farben wieder auf. Ohne dass ich jetzt hier Unmengen an diesen Josonia, diesen teuren, schwer zu kriegen manchmal, verschwende. Das ist eigentlich eine ganz super Option. Ich mache das immer, also bei meinen Farben, wenn ich die längere Zeit stehen lasse, mache ich das immer, dass ich das damit wieder flüssig mache. Das ist Mermaid. Mermaid ist richtig schön. Ich mag die Farbe. Guck mal. Kriegt auch einen Tropfen. Mir fehlt ein Stäbchen. Nee, fehlt mir doch nicht. Ich habe es hier hingepackt. Das hier ist von Golden Acrylics. So eine flüssige Farbe hier, so eine Fluid-Farbe aus diesen kleinen Fläschchen. So ein türkis-grün-blau, das ist ganz toll. Also ich mag diese Farbe sehr, gerade wenn man die beispielsweise über so ein Interference-Piggy macht. Also so ein Color-Change-Piggy. Das hier und dann diese Farbe darüber, weil diese Farbe hier, die ist transparent, aber jetzt nicht zu transparent. Diese Farbe schimmert dann sozusagen unter dem durch und macht ganz tolle Effekte. Deswegen, also die mag ich wirklich extrem, wenn ich so mit Blautönen arbeite und Pigmenten dazu, da ist diese Farbe echt richtig, richtig toll. Ich glaube, Spritzer kann man noch nehmen. So, jetzt packe ich das mal kurz beiseite, bringe hier meine ganzen Sachen in Sicherheit und ziehe meine Hose aus, weil ich habe hier so eine Schlonzhose, die ich immer zum Malen anziehe. Nicht, dass ich jetzt hier meine Jeanshose einsaue. Ich habe so viele Klamotten, die eingesaut sind. Das Gute ist, bei dieser Hose, die ich jetzt anhabe, da ist schon so viel Farbe dran. Die hat schon den Effekt von so einer schusssicheren Weste. Also sollte ich mal irgendwie in eine Schießerei geraten beim Malen, mir kann nichts passieren. Ich glaube, die ist schusssicher. So, jetzt haben wir hier das Brett. Meine Farbe. Und dann kann es auch schon gleich losgehen. So, ich würde sagen, ich hole mal kurz meine Farbe. Im Übrigen, das Bild, was wir jetzt machen, oder ich mache und ihr dürft zugucken, mache ich für eine Freundin.
Also ich hoffe, es klappt jetzt mit Zuschauern. Sie hat sich nämlich 3 von diesen Bildern, die ich jetzt vor kurzem gemacht habe, ausgesucht. Und ich habe ihr gesagt, weil die halt relativ klein sind, sind halt nur Testsachen, dass ich ihr noch eins in eine Nummer größer mache. Die da, die waren jetzt 15 cm Durchmesser und das ist jetzt halt 30 cm Durchmesser. Ich finde schon, es sieht besser aus, wenn man was Größeres an eine Wand hängt. Natürlich kann man auch diese kleinen 15x15 Dinger an eine Wand hängen. Wenn man davon ein paar aus einer Serie hat, sieht das auch gut aus. Aber ich habe gedacht, ich überrasche sie mit einem großen Bild noch. Jetzt schauen wir mal. So, und so sieht man das Kissen. Die Farbe setzt kurz auf und verschwindet dann sofort. Flupp. Und schon ist es ebenmäßig. Und das ist halt das, was wir haben wollen. Also ein paar Bläschen sind jetzt drin, kleinere. Bei mir war das so, als ich damit getestet hatte, hatte ich die über Nacht stehen gelassen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Eigentlich macht man es ja nicht. Nee, ich mache es nicht. Oh, ich habe die Handschuhe vergessen. Ich brauche die Handschuhe. Also, was ich festgestellt habe, wenn man mit einem schwarzen Kissen arbeitet und keine Handschuhe trägt, sieht man danach an den Fingernägeln aus, als wenn man auf dem Friedhof gespielt hat. Wohingegen man, wenn man ein weißes Kissen benutzt und da die Farbe unter den Fingernägeln kleben hat, sieht das aus wie eine elegante French Maniküre. Funktioniert aber nicht bei dem Schwarzen. Ich hatte nämlich auch erst Handschuhe angehabt beim Malen und hatte dann am Freitag gedacht, ach komm, es läuft gerade so gut. Ein Bild kannst du noch, da hatte ich dann aber irgendwie schon im Wahn die Handschuhe ausgezogen. Ja, und hatte dann schmutzige Fingernägel. Das mag ich eigentlich gar nicht. Es ist halt immer schlimm, wenn man dann noch so ein bisschen Restfarbe an den Fingernägeln hat. Die Leute wissen halt nicht, dass man malt. Die denken dann, was ist denn das für eine Drecksau? Und das mag ich halt nicht. Wobei ich es aber auch nicht mag, mit Handschuhen zu malen. Also, ich weiß nicht. Natürlich ist es nicht gut, aber ich habe da irgendwie so eine Macke. Ich mag ja eigentlich auch keine Socken und Schuhe. Das Erste, wenn ich nach Hause komme, ich ziehe immer gleich Schuhe und Socken aus. Ich mag das einfach nicht. So viel dazu. Einer meiner Ticks. Ich würde sagen, wir fangen. Wieso ist das jetzt schon wieder dick geworden hier? Ist ja wie bei mir. Einmal kurz ein Plätzchen angeguckt, dick geworden. Nee, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich hier Heizung so hoch angemacht habe. Weil es hier heute Morgen wirklich, wir hatten 0 Grad. Und es war hier schweinekalt. So, jetzt wieder alles hübsch. Ich nehme hier als Erstes das Aqua Green. Dann, ich weiß leider nicht mehr, ich würde gerne diese Bilder, die ich gemacht habe, republizieren, aber ich weiß leider nicht mehr genau die Reihenfolge, die ich da hatte. Deswegen machen wir das einfach auf gut Glück. Das ist jetzt hier TLP Mermaid. Nicht zu viel. Jetzt könnte man überlegen, hier Bonbonzellen reinknalle. Ich glaube ja. Dann kommt jetzt Seaglass.
ein bisschen Seeglas TLP. So. Jetzt brauchen wir wieder eine opake Farbe. Nur ein bisschen. Jetzt Interferenz. Dann nehmen wir natürlich dieses tolle Marker. Piggy. Das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Dieses Pigment, das ist Gold. Und wenn man dann aus einem anderen Blickwinkel guckt, dann ist das Türkis bis hin zu tief Indigo. Und in den Bildern kommt das eigentlich recht gut rüber, wenn man so ein Bild an der Wand hängen hat und dann dran vorbeigeht und das dann im Vorbeigehen wie so eine Halluzination die Farbe plötzlich ändert. Das und dann habe ich hier noch etwas gefunden. Und zwar TLP Velvet. Das ist hier auch so ein hübscher Blauschimmerton. Ich glaube, das passt da auch ganz gut rein. So. Stopp. Mehr nicht. Was habe ich denn jetzt überhaupt alles drin? Ich glaube alles. Das jetzt hier von diesen Golden. Nee, gar nicht. Das ist dieses Preußenblau. Und jetzt kommt das Golden Fluid Liquid, wie auch immer das heißt. Ich hole mal die Flasche. So heißt das. Ganz komischer Name. Turquoise, Phthalo. Ja. So heißt das. Wisst ihr Bescheid. Das kommt jetzt hier oben noch drauf. Ich glaube, ich habe da jetzt wirklich alles drin. Also nicht, dass ihr wundert oder denkt, ich habe einen am Sender. Wenn da so kleine Bläschen hochsteigen, reicht das manchmal, wenn man einfach drauf pustet und dann gehen die weg. Also ich habe jetzt hier nicht irgendwie Schnappatmung oder asthmatischen Anfall oder so. Bitte nicht Polizei oder Notarzt rufen, mir geht's gut. Noch. Ich hoffe, dass das jetzt hier gleich funktioniert. So, alle jetzt hier Daumen drücken. Boah, das sieht doch gar nicht so schlecht aus.
oder? Ganz schicki geworden. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie das aussieht, wenn ich das jetzt hier gleich einmal so im Zwirbel gedreht habe. Ganz kurz hier die Farbe ein bisschen besser verteilen. So, dann schauen wir mal. Vertragen. Also wichtig ist halt immer, wenn man da zu viel Farbe drauf lässt, gerade im Bereich der Mitte, da kann das dann passieren, dass das dann später verläuft beim Trocknen oder im schlimmsten Fall, dass es bricht. Deswegen drehe ich das halt immer so ein bisschen viel um. Viel. Da ist noch Farbe in der Mitte. Ich muss noch mal. So. Ich glaube, jetzt reicht es aber. Ja. So, das ist dann jetzt das Ergebnis, was wir mit dem schwarzen Kissen gemacht haben. Also natürlich, was ist denn das, natürlich? Natürlich kann man das auch mit einem weißen Kissen machen, aber also ich habe das ja sonst auch immer mit weißem Kissen, schwarz drüber, fertig war. Aber wenn das dann nicht funktioniert oder die Konsistenzen irgendwie nicht gestimmt haben, hat man immens viel am Puring-Medium verbraucht und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen finde ich diese Alternative mit diesem Kissen, mit diesem schwarzen von Poco, ach im Übrigen, dieser Kanister, diese Kanne, Eimer, kosten 2,5 Liter, ich glaube 19,99 Euro. Und ich muss sagen, die Farbe ist echt ergiebig. Jetzt habe ich die Handschuhe ausgezogen, ich Trottel. Und wenn man sich überlegt, wie viele Bilder man damit machen kann im Vergleich dazu, jetzt hier mit diesem Fake-Kissen, wofür ich ja auch ein Video gemacht hatte, finde ich das halt schon wesentlich cooler mit dieser Geschichte hier. Ich weiß halt, wie gesagt, nur nicht, ob die anderen Sachen funktionieren oder nicht. Die anderen Farben, die da noch im Angebot haben. Aber mit dem Schwarz funktioniert es auf jeden Fall, wie man ja sieht. Ihr wart ja jetzt sozusagen mit dabei, wie ich das hier gemacht habe. So, das packe ich jetzt mal an der Seite, damit das trocknen kann. Ich hoffe, es trocknet auch schön. Wo packe ich dich denn mal hin? So, da bin ich auch wieder, habe jetzt mein Bild in Sicherheit gebracht, damit ich das jetzt nicht irgendwie runterschmeiße oder irgendwie jetzt noch was drauf fliegt.
Ja, ich hoffe, euch hat meine kurze Erklärung, obwohl kurz ist sie, glaube ich, gar nicht mehr. Ich habe schon wieder zu viel gequatscht. Es tut mir leid. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne. Vergesst nicht, hier mir ein Like zu geben, damit ich auch weiß, dass es euch gefällt und ich weitermachen soll. Und vielleicht einen netten Kommentar oder ihr abonniert direkt gleich meinen Kanal. Und dann denke ich mal, dass ich die nächsten Tage, weil ich gerade so in Fahrt bin, noch mein neues Purin-Medium-Rezept mit euch teilen werde. Von daher wäre es vielleicht doch ganz gut, meinen Kanal zu abonnieren. Also habt noch einen schönen Nikolaustag. Lasst euch nicht ärgern. Esst ganz viel Lebkuchen für mich. Ich esse es momentan nicht. Ich esse nur Mandarinen und Obst und Gemüse, damit mein Weihnachtsmann-Bauch wieder weggeht. Ihr Lieben, habt einen schönen Tag. Bis nächstes Mal. Tschüss.